Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Hogwarts und heute werden wir einfach viele Tiere finden und versuchen auch das ein oder andere merkwürdige Tier zu züchten. Ich fange hier mit den Mondkälbern an, weil ich habe mich einfach mal hingeschlichen zu denen. Und das heißt, wir schnappen uns erstmal eins und zwar das da. Ach, ist nur Moment. Pass auf dich auf. Und gleich wieder weggehen. Das nächste. Arresto Momento. Brauchen wir von jeder Sorte. So, Tierwesen gerettet. Also eigentlich brauchen wir wirklich von jedem eins, aber wir können ja auch einfach mal. Retten, die so da sind. Guck mal, er da. Also dann geht's schneller, ne? 30 Stück brauchen wir, das schaffen wir. Arresto Momento. So. Ganz ruhig. Gucken auf die Karte. Jetzt fehlen uns noch 20 Stück. Jetzt 22 Stück. Gucken auf die Karte. Guck mal, da haben wir hier gerade den Mondkerl. Wir wollen ja auch andere Tiere haben. Was ist denn hier? Nifflerbau. Dann gehen wir auch mal hin. Zack. So. Nifflerbau. Mal gucken. Was wir da so finden? Wahrscheinlich Niffler. Halt. Mal. Ich glaube, ich da unten runter irgendwie. Ich nur verstecken schon mal. Ein männliches? Arresto Momento. Ruhig. Ich Devilio. Naja, retten tue ich die jetzt gerade eigentlich ja nicht. Eigentlich hole ich sie einfach auf ihrem ursprünglichen Wohnort, glaube ich sie. Was irgendwie auch ein bisschen assi ist, aber egal. Revelio. Gut. Nächste Tierrettungsaktion startet wo? Hier, was ist das denn? Bubabau, warum fliegen wir mal hin? Los geht's. Das lässt doch schön sein. Das war jetzt nicht so clever. Revelio. Da habe ich den falschen erwischt, habt ihr das gesehen? Guck mal, da fliegt der Palas hin. Mist. Einer zurück. Arresto Momento. Nicht, dass mich das stört. Jetzt ist alles gut. Ich weiß nicht, ob man legendäre Tiere oder einzigartige Tiere, vielleicht muss man die miteinander kombinieren. Dann. Das kann natürlich gut sein. Und so verschiedene. Ich weiß nicht. Mal schauen. Aber erstmal sammeln wir diese hier ein. Aber die hier fliegen ja noch weg. Deswegen gucken auf der Karte, wo es noch was gibt. Also was ich weiß, sind auf jeden Fall... Ah, guck mal da. Was ich weiß, ist auf jeden Fall ätzend,
sind Einhörner, die schocken gar nicht. Sind sehr schnell. Man muss sehr flott hinter dem her sein. Mit den Schafen kann ich die auch einsammeln hier? Nee. Das wäre auch witzig gewesen, oder? Auch schön so ein Schaf fangen. Alles ruhig. Zu ruhig, finde ich. Arresto Momento. Ich pass auf dich auf. So, ein paar Türglück. Gut, was gibt's noch für Tiere? Da waren wir gerade. Hier unten, hier drüben. Hier ist noch was. Was ist das denn jetzt hier? Testralbauer. Das wäre ja nicht schlecht, die mal zu nutzen. Testrale sind ja eigentlich ganz schöne Tiere. Da haben wir auch einige von, aber vielleicht können wir noch ein paar mehr sammeln. Sind hier mal so viele Gegner? Nervt. Also man sieht, man kann natürlich noch mehr erreichen. Ich habe jetzt einfach nur, ich mache jetzt die 100%, die ich glaube, die ich schaffen kann. So, ne? Also die das Spiel hat, wo ich immer 100% bekomme. Man kann natürlich, wie man sieht, Merlin kann man oft machen. Man kann alle anderen auch noch tierisch oft machen. Arresto Momento. Den kriegen wir auch noch. Arresto Momento. Ach. Ja, noch gut. Gut. So, guck mal, was es noch gibt hier. Ein Tierchen. Hier. Jobbertroll. Uns auch. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles, bis wir die 30 voll haben. Ich weiß gar nicht, wie viele in die Tasche passen. Das weiß ich gar nicht. Nicht, dass ich die auf einmal voll ist jetzt gleich. Also werden wir den merken, ne? Ach, die sind das, okay. Lass dich in Zukunft vielleicht nicht allzu sehr mitreißen, wenn dir eine holde Dame begegnet. Es wird immer eine andere. Die sind so ein bisschen blöd, glaube ich. Was? Fliegen sind immer ein bisschen dumm. Die auch schnell abhauen dann, ne? Arresto Momento. Okay, die war jetzt nicht so schwer. Das glaubt Professor Haue nie. Revelio. Die alle abgehauen jetzt hier? Schade. Revelio. Da haben wieder welche. Die flattern hier rum. Kommen die auch nochmal wieder zurück. Arresto Momento. Ruhig. Revelio. Jetzt einer. Zwei sogar. Arresto Momento. Jetzt ist alles gut. Revelio. Na gut, haben wir genug von. Der eine Einzelne kann hier noch bleiben gerne. So. Da war Jobbertnoll. Knieselbau. Da nehmen wir noch ein paar Kniesels, nehmen wir auch noch mit. Los geht's. Ist noch nicht so weit weg.
landen. Ich würde auch nicht jemanden trauen, der mich in so eine Tasche stecken würde. Bin ein bisschen uncool. Arresto Momento. Das glaubt Professor Howen nie. Rebellion. So, wo gehen wir noch hin? Was ist das hier? Nudelmuff? Jobbertnoll. Nipp. Und Hippogreifbau. Bei Hippogreifen könnten wir auch nochmal so mitnehmen. Haben wir auch nicht lange nicht mehr gehabt. Mal gucken, was die so da sind. Wie die sich so da fangen lassen. Andere Hypograf ist leider weg, ne? Den kriegt man nicht mehr. Fliegt da hinten. Kommt er wieder zurück hier? Man weiß es nicht. Noch mal. Also den kriegen wir auch nochmal. Ich meine, der andere ist ja jetzt gerade so blöd weggelaufen von uns. Das wäre ganz cool. Ich gucke mal, wir testen es einfach mal. Okay, wo sind wir? Da, Hippogreifbau. Nifflerbau und Jobbertnoll. Was Besonderes noch hier? Fuferbau. Das ist doch gut. Dann haben wir noch einen von Diriclaw. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Oh, warte, da sind die alle. Wollen nicht gleich verjagen, die Viecher, ne? Wie geile Dodos, ne? Und weibliche Exemplar haben wir schon mal. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Rebellion. Ich brauche noch männliches, ne? Weibliches mit der
Professor Howen nie. Revelio. Ich nehme jetzt alle mit hier, weil wenn die so leicht zu fangen sind, dann sollte man das vielleicht schnell nutzen. Arresto Momentum. Und den letzten einen auch noch. Ich tu dir nichts. Arresto Momento. Nein. Oh, Gott sei Dank ist er im Kreis gelaufen. Ich hatte erst den blöden Stein anvisiert. Jetzt ist er der. So, jetzt müssen wir das letzte Tier hier finden. In der Nähe. Da ist ein Bau. Hier drüben ist auch ein Bau. Niffler, was ist das hier? Grabhornbau. Oh, ein Grabhorn ist auch nicht schlecht, nochmal so eins zu haben, oder? Das holen wir uns. Noch wild durch die Gegend gerettet mit dem Grabhorn, oder? War das nicht das? Ich glaube schon. Ach so, nur wir kämpfen gegen ihn? Ja, wahrscheinlich. Ach, Resto, Moment. Ja, okay. Das geht ja nicht. Komm, trink! Nehmen können. Impulsum. Bombard. Gut. Relativ viele Tierwesen, aber es gibt hier nur einen, oder? Es gibt ja mehrere. Okay. Protego! Gut, dann lass uns mal zurück in unser Örtchen fliegen, nämlich nach Hogwarts und dann in unseren schönen Raum der Wünsche. Bam. Bin mal gespannt. So, müssen wir erstmal rauslassen können. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Platz. Machen wir mal. So viel Platz wir hier haben. Darf ich noch hier raus? Ah, ich glaube schon, ne? Verkaufe Tierwissen bei Schnabel und Brut, um in deinem Tiergehege Platz für diese Art zu schaffen. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. So. Guck mal, hier war auch ein. Hier ist auch ein Weibchen. Und wir brauchen da noch ein Männchen. Ja, ein Männchen, wir brauchen noch ein Weibchen, so? Ja, genau. Achso, hatten wir schon eins, okay. Mondkalb haben wir zwei Weibchen, immer eins zurück. Das glaubt Professor Howen nie. Ein Weibchen, haben wir noch ein Männchen davon auch? Setzen den rein. So, jetzt haben wir immer Männchen, Weibchen, Männchen, Weibchen. Jobbertnoll,
passt, Niffler passt. Die passen alle. Okay. Gut. Lass uns in den nächsten Raum reingehen. Gucken, ob wir da etwas umtauschen können. Es freut dich sehr, dass ein Schild. Ja, mich freut das auch total. So. So, gucken hier. Also. Den können wir mitnehmen. Können wir mitnehmen. Ich tu dir nichts. Können wir mitnehmen. Können wir mitnehmen. Können wir mitnehmen. Wenn wir gucken, also wir haben hier Caligo, Weibchen, Männchen, Weibchen, Nehmen wir den mal mit. Jetzt ist alles gut. Und wir brauchen einen Diri-Call, den wir hier reintun können. Haben wir es noch nicht gesammelt, doch da, ne? Aber es ist alles Männchen, wir brauchen ein Weibchen davon. Da. So. Passt auch. Also hier noch ein Jobbertnoll und ein Jobbertnoll-Weibchen. Passt auch. Was haben wir hier noch? Ein Kniesel. Ja, packen wir auch. Achso, das geht nicht. Arten. Achso, Artenobergrenze. Das heißt, ich kann hier immer nur. Okay, okay. Gut, dann hau ich mal mit. Gehen wir zum nächsten. Also wir haben eine. Das ist nur weibliche, das ist natürlich ein bisschen blöd. Den Lord der Küste, da haben wir ja jetzt einen anderen noch. Kann ich den auch da reinpacken? Hier. Und beides Weibchen, das ist ein bisschen blöd. Habe ich kein Männchen von. Und dann ist das so. Aber hier auch von Fubba haben wir auch nur. Da haben wir. Okay, da können wir einen wegnehmen hiervon. Ich passe auf dich auf. Ist halt nur bei der Kröte und den Testralen ein bisschen doof, oder? Da habe ich noch Testrale, die. Ich habe ein weibliches Testral, brauche ich noch ein männliches Testral hier drin. Ne, ich habe ein männliches drin, brauche ich noch ein weibliches, so rum. Der darf rein. Wir brauchen vom Lord der Küste, bräuchten wir noch was. Und riesige lila Schüppel müssten wir ja auch noch was anderes haben. Können wir die mal irgendwann finden. Okay, das Einhorn kann hier nicht rein. Gut, hier haben wir jetzt auch erstmal genug von denen drin, die wir gar nicht brauchen. So, dann gab es noch. Dann gibt es ja noch das Ding hier oben. Wo wir auch noch ein paar Tiere drin haben können. So, Einhorn da. Das ist weiblich und das ist ein männlich und das ist ein weibliches. Bäm, bitteschön. Ihr Affen. So, Kniesel brauchen wir eigentlich nicht hier drin. Jobberton, da brauchen wir einen mitnehmen. Das glaubt Professor Haue nie. Und den Phönix, ja, da müssen wir erstmal finden. Hier war aber, wir können noch einen Kniesel mitnehmen. Und dafür setzen wir dann ein noch weibliches Kniesel, dann will ich noch ein männliches. Ja. Und den auch noch rein. Das ist die Artenobergrenze wahrscheinlich erreicht. Ja. Gut, müssen wir uns einfach mal aufschreiben, wann das. Jetzt können wir doch auf jeden Fall. Jetzt können wir das doch mitnehmen hier. Warte mal. Warte mal. Ganz ruhig. Den können wir doch hier reinsetzen, nichts. Oder? War das nicht so? Jetzt züchten die gerade das da, okay. So, am Stück. Wir können mal gucken, mal eine Herausforderung, was wir jetzt haben. Wenn wir jetzt, wie viel wir jetzt beim Raum der Wünsche voll haben. 92%.
Uns fehlt tatsächlich nur das hier. Züchte 10 einzigartige Tierwesen. Müssen wir mal gucken, was da genau gezüchtet wird. Hm, 98% haben wir jetzt. Okay, die werden hier gezüchtet. Wir müssen mal gucken, ob wir woanders züchten. Aber einzigartige Tierwesen heißt ja auch Tierwesen, die ja nicht jeder Haiopaya hat wahrscheinlich, ne? So, pass auf, wir gehen mal hier hoch. Gucken, ob wir hier ein Zuchtgehege haben. Das müssen wir uns da hinstellen. Weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, dann können wir doch hier auch züchten mal, oder? So, dann züchte doch mal hier so eins. Ah, guck mal, einzigartige Tierwesen, okay. Das sind also einfach nur die Tierwesen, die wir haben. Das ist ja nicht so schwer zu machen eigentlich, ne? Das nächste Gehege. Da gehen wir doch tatsächlich ins nächste Gehege und züchten da noch was. Wenn das geht. Wir haben bloß kein Gehege, kein Dings drin. Dann müssen wir kurz mal hier... Beschwörungszauber... So. Gut, die züchten wir auch einmal. Mit denen auch. Die waren noch da oben. Da waren wir gerade eben drin, hier oben, oder? Haben wir hier auch schon gezüchtet? Oh, ich weiß es nicht mehr. Doch, hier waren wir schon drin und gezüchtet, ne? Mal gucken. Ja, ja, genau. Nee, da waren wir gar nicht drin. Oh, das ist einer und ach, Mann, ich bin so blöd. Dann haben wir es nur noch unten in unserem normalen Gehege, glaube ich, ne? Gut. Wie viele Gehege haben wir eigentlich? 1, 2, 4 Stück haben wir, ne? Anscheinend, okay. Nippler? Perfekt. So, dann züchtet mal schön. Ja, wie ihr seht, züchten wir jetzt, aber es bringt uns nichts, denn das werden wir definitiv heute nicht schaffen, die Züchtung fertig zu schaffen. Aber dann können wir jetzt noch mal kurz unsere einzigartigen Sachen identifizieren. Das sind, glaube ich, richtig viele. Und bevor das Ganze... Ja, oh, das ist... So, und dann können wir direkt rüber zum Webstuhl und unsere Ausrüstung vielleicht noch ein bisschen besser machen. Mal gucken, was wir so haben. Achso, erstmal unsere Ausrüstung vielleicht anschauen. So, gucken wir hier, ob wir hier was Besseres haben. Also das haben wir. Das hat schon 97, das hat 100. 99, ja. Also können wir schon zu dem wechseln. Dann gehen wir hier runter zum Arm. Was gibt es hier? Da haben wir hier 96. Das kriegen wir erst mit 40, ne? Hab ich schon gesehen. 97, 111. 110. Noch besser hier, 111. Bam. So, hier runter. Hier haben wir nichts Besseres. Leider, leider. Hier haben wir noch irgendwas. Ne, auch nichts Besseres. Ah. Hier mit 82 und 95 schon besser. Guckt. Und hier. Ne, nicht besser. Wir müssen natürlich verstärken, das ganze, den ganzen Scheiß noch. Muss mal gucken. Ich nehme mal hier meinen Zauberstabgriff. Sieht irgendwie schön aus. Könnte ich den Besen wechseln, ne? Nachttänzerbesen. Der sieht ja richtig heiß aus. Den nehmen wir. Und hier fliegen die Reittiere. Im Dunkeln. Okay.
macht jetzt nicht so viel Sinn, da jetzt groß was drauf zu machen, weil ich muss erst die Tiere sozusagen nochmal füttern und so, damit wir die ganzen Materialien bekommen. Ich glaube, da kann ich jetzt nicht so viel verstärken. Wir können es probieren, aber ich meine, ich kann nicht so viel verstärken jetzt. Also hier zum Beispiel, der ist voll. Der ist voll. Hier könnte ich Verbesserungen anzeigen. Oh, guck mal, das können wir doch schon volle Pulle machen. Das ist schon besser. Hier müsste man noch machen. Tatsächlich geht es auch hier schon. Und der letzte? Ah, ich glaube, bei dem geht's nicht. Oder? Ne. Dann müssen wir die Sachen noch holen. Können wir auch noch machen, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt wollen wir erstmal unser Aussehen mal wieder ordentlich machen. Jetzt sehen wir gerade richtig bescheiden aus. So, vielleicht machen wir uns mal eine richtig coole Figur. Also, das sind jetzt die beknackten Handschuhe. Das sind schon nette Handschuhe für mich, so. Im Gesicht mag ich irgendwie Masken nicht. Finde ich eigentlich total blöde, Masken anzuziehen. Aber wir werden das Erscheinungsbild mal ändern. Und gucken mal. Ah, Masken sind irgendwie blöd, ne? Hier. Yeah. Das sieht schon ein bisschen bekloppt aus. Oh, hier noch mit geilen Augen. Hier sehen wir aus wie Mooney. Mooney. Oh Gott. Der Potter. Was ist das denn hier? Ein Enten? Oh, ein Niffler. Die Maske ist schon ziemlich cool. Die lassen wir mal. Erscheinungsbild. Ja, die Hütte lassen wir auch. Den Hut finde ich gut. Hier würde ich, glaube ich, wirklich... Der sieht auch ganz gut aus, oder? Obwohl irgendwas Düstereres. Das ist ein Schall, brauche ich nicht. Cooles Cape. Habe ich einfach mal einen Schlafanzug an? Au! Eine fette Rüstung. Ah, das Ding, was ich mag, ne? So, und hier. Innen drin. Wie ein Gentleman. Ja, so ist gut. Gut, ja. Aber, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und, ja, beim nächsten Mal werden wir die 100 knacken. Also, so, wir sind direkt davor. Dann haben wir die 100%. Wir liegen jetzt bei 98%. Die 100 sind unser nächstes Ziel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.